So, und jetzt kann's losgehen. Messerrunde auf der ersten Map, wie gewohnt, auf der A-Side. Mal schauen, wer sich hier den Sieg der Messerrunde schnappt. Ah, Überzahl gewesen für Vega. Jetzt das Ganze revidiert worden. Mir allein gegen Rixor. Der ist angehittet und hat dann eben kein Problem. Die Messerrunde geht an Tricked. Und die gehen einmal auf den Seitenwechsel. Natürlich ganz klar, Train eher eine CT-Sided-Map, aber soll auch Teams geben, die sich eher auf der T-Side zu Hause fühlen. Wir gehen rein in die erste Runde, in die Pistol-Rounds. Wir sehen, na, dreimal Kevlar bei Vega-Squadron, dazu einmal Smoke-Flash-Molotov, Tricked mit viermal Kevlar, Smoke und einem Diffuse-Kit. Snedka, offensiv VB. Ja, mit der USB-Proster holt sich erstmal JR raus. Mia will traden, holt sich Insta. Sie machen gut Schaden gegen Snedka. Der muss aufpassen, droppt runter und stirbt. Das ist unglücklich. Überzahl Vega-Scratch und Bombe kann gelegt werden. Hinten kommen sie jetzt. Rixo, Lucky, Konsole. 3 gegen 4 Unterzahl. Sie aimen keine Rante abschauen Richtung Bombtrain nach links Richtung Öl. Oh, sauber, Lucky. Na, fast zwei gesetzt. Oben große Rampe, steht ebenfalls noch einer. Kommt Mir mit der USP, schafft ebenfalls fast zwei. Geschan da unten, Glock, Close Distance, 2 gegen 2. Gepusht, muss aufpassen, aber schafft's gerade noch. So weg, sie wollen ihn hunten. Und Geschanda moved hier überall rum, schaut Burst-Modus, Close Distance, sitzt 1A und noch Konsole. Immerhin Kit, smockt nochmal ab. Na, schafft's nicht ganz in die Smoke rein. Und die erste Runde geht somit erfolgreich an die Jungs von Vega Squadron. Mal schauen, ob sie jetzt hier auch gegen die Triple Scout von Tricked ankommen können. Doppeldiegel, Triple Scout und eine Granate auf Rixor. Könnte durchaus erfolgreich sein. Wir sehen bei Vega aktuell nur zwei Rifles, aber eine AK, eine Galil. Und Vega mit dem Aufbau für die B-Side. Unten stehen sie. Snedka und auch Lucky. Erster Mann fällt. B-Side ist offen. Natürlich kommt die Rotation. Jetzt reichen sie immer noch drei Scouts für Long, damit sie arbeiten können. Aber das zu retaken, das wird schon durchaus schwer werden. Ich versuche es immerhin, aber jetzt sehen sie auch ein. Okay. 2 gegen 3, wir haben beide schon gut Schaden eingesteckt. Runter auf 38, 32. Das riskieren wir nicht mehr. Sichern uns also beide Scouts. Und versuchen es einfach nächste Runde nochmal. Damit auch die 2 sicher bei Vega Squadron Tricked. Da geht's erstmal an den Versuch jetzt. Vielleicht mit ein bisschen Glück irgendwie diese dritte Runde den Jungs von Vega Squadron abzuluxen. Aber bleibt konsequent beim Rest des Teams in der Sparrunde. Natürlich Geld sparen. Erst weil wir uns was geben. Mir schnell Job heraus. Einfach durch. Flashbangs kommen. Ah, Snedka da onside mit der Scout, den ersten Abschuss gegen Kishanda. Dann kommen erstmal ein paar Smokes rein. Konsole defensiv, USP. Links Flash, hört die Steps, weiß, Bombplant findet close statt. Instant Backstep über Dropper, holt sich hier Mir und die erste AK für Tricked. Das könnte durchaus aufgehen. Kishanda weiß, onside steht, Connector steht.
Na, Dropper, Hutschi gegen die AK, schafft es Insta rauszunehmen. Lucky, Rixo, 2 gegen der Unterzahl, USB und Scout, macht gut Schaden. Na, und dann kommt es in der Trade von Chopper hinten. Da sollte Lucky eigentlich keine Chance mehr haben. Na, schießt nach einer 14 und er ist nicht drin. Und wir haben ein solides 3:0 für die Jungs aus Russland, für Vega Squadron. Erste Barons von Tricked. Na, schaffen sie es jetzt hier mit der AWP auf Rixo und den Rest mit den M4s die erste Runde zu sichern. Konsole etwas offensiver hinten am Ivy, währenddessen sich Vega erstmal Richtung B aufbaut. Nicht ganz langsam rantasten. Los nicht zu bestürzen. Los nicht zu schnell angehen. Ah, Lucky und Klaus im Main. Erste Offensivposition, die man geholt hat. Stellt sich jetzt vor die B-Side. Granaten in der Hand. Snedka und Klaus. Molotov forst ihn nicht raus. Brennt nicht an. Und 1-0-2. Vielleicht noch 3. Nein. Dann ist Mir da. Kann erstmal traden. Trotzdem die Überzahl, die es gibt mit der AWP für Long Distance. Ja, die Bombe, die kann erstmal gelegt werden. Überzahl-Retake für Tricked. Und dann kommt der Rixo mit der Obsidian oben nicht. Na, droppt jetzt runter vom Bomb-Train. Und hinten, Mir aimt das Ganze ab. Hat kurz gesteppt. Insta. Er muss da aufpassen, scoped jetzt mit der M4, unglücklich. Nicht gewonnen das Duell, Mir, zum Glück ist Chopper closing in Öl, holt sich ein, holt sich zwei, wir haben 1 gegen 1. AK gegen AK. Ah, hört die Steps am Bombtrain, hat noch eine Flashbang, Chopper. Und da defused Insta einfach durch, 2 Sekunden und dann kommt Chopper eine Sekunde zu spät. Das gibt die erste Runde für Tricked, für die Dan. Natürlich Vega Squadron auch mit dieser einen verlorenen Runde durch die drei davor mit ein bisschen Geld auf der Bank gehabt. Also nochmal der Byron mit AWP und 4 AKs. Bei Tricked sieht es jetzt ein bisschen schlechter aus. Trotzdem unten gewinnt natürlich kein Mann, der überlebt hat. Snedka, Klaus und der Smoke kommt, spielt das extrem stark, kommt jetzt erstmal defensiv zurück, Rosenkampf besteht noch. Der Trade Frag, der sitzt erstmal nicht bei Vega Squadron. Metal in 4 gegen 4. Oh, Kishanda, sauberes Prefire in die Smoke rein. Dafür gerechnet mit Snedka. Und unten, Rixo, offensiv an der Leiter. Na, vielleicht schafft er es ja hier noch den kleinen Vorteil, wir sind hier wieder rauszuholen, denn Mir ist auf 18 HP runter, der ist instant raus. Aber erstmal etwas defensiver angehen, abwarten. Vielleicht zeigt sich Tricked ja irgendwo offensiv, um so ein paar Infos zu holen. Mit dem Dropper auf der A-Side und auf B. Hat also auf A eigentlich gute Chancen über Main und auch über Ivy das Ganze anzugehen. Droppen jetzt zu 2 runter. Hachi kann instant traden. Hinten warten sie. Konsole, Insta, Connector, instant raus. 1 gegen 3 Unterzahl. Sneakt sich in Richtung Olof. Schaut Richtung Dropper. Sieht hier Chopper, holt den ersten Mann raus. Den zweiten auch noch. Und die Zeit rennt runter. 20 Sekunden. Mir im 1 gegen 1 mit 18 Health Points. Ja, Bombe kann er aufnehmen. Konsole steht einmal komplett rüber Richtung Leiter. Hört die Smoke auf der A-Side. Mir liegt komplett defensiv. Konsole kommt über den Connector von der B-Side. Und jetzt höre ich Sneaky Beaky. Er hat aktuell kein Defuse-Kit. Währenddessen sich Mir Richtung Grundlinie zurückzieht. Ja, und die Position dürfte Konsole, wenn die Bombe sieht, eigentlich relativ schnell wissen. Denn Bombe liegt natürlich defensiv für Ivy, für den alten Bomb-Train. Und Mir ist One-Shot. Ah, die Bombe tickt und tickt. Mir. Ah, pusht langsam rein. Konsole mit dem Kit in der Hand. Das könnte aufgehen. Pros don't fake. Und erneut schafft man's beim ersten Versuch, die Bombe zu defusen. Sehr unglücklich aus der Sicht von Vega Squadron. Eigentlich 2 sichere Runden. Und erstmal gibt's die Pause von Tricked. Na, irgendwas scheint da wohl nicht zu klappen. Vielleicht ein kleines
technisches Problem oder auch eine taktische Anpassung, die man jetzt eben vornimmt. Aber ganz klar, eigentlich müsste es hier 5:0 stehen. So, hat sich jetzt scheinbar besprochen, was die neue taktische Formierung angeht. Und ist also bereit, um sich jetzt hier in der sechsten Runde wieder den Jungs von Vika Squadron zu stellen. Die sind erstmal in die Beimung gegangen. Doppel-AK, Triple Galil, dazu Kevlar, ein paar Granaten. Währenddessen schickt weiterhin ja, hier mit zwei SMGs und einer Farmer spielen muss. Vielleicht eine minimale Chance, wegen es schon diesmal die Bombsite etwas schneller zu clearen und ein Dropper. Oh, Lucky! Direkt mal drei Mann raus und das ist unglücklich. JR alleine, Spray Dig Inside, muss erstmal nachladen, ein Schuss im Magazin und dann kommt Connector schon raus. Einziehender Unterzahl mit immer noch 80 Sekunden auf der Uhr. Smog sich einmal, schaut hinter ihm, Dropper schon. Für den dritten reicht es nicht mehr. Insta ist da. 3:3 der Ausgleich für Tricks. Und jetzt zum ersten Mal Vega Squadron in der Pistol Eco Round. Vielleicht was Schnelles. Ja, einfach Richtung Dusche erstmal. Hoji brennt da erstmal nicht an, hat da ein bisschen Glück. Keshanda mit der ersten Smoke in Richtung Ivy. Ein Drop darunter, fällt aber raus. Lucky ist da, sie pushen, schauen, dass sie nicht blind werden. Wissen, Dropper steht. Ah, Lucky schaut Richtung Side, aber kommt etwas zu late. Onside weg, so der M4 Spraydown, jawoll. Für jede zwei, fast drei Frags. JR, der Glock, mir alleine 4 HP angeschossen worden. Dann sitzt das Pre-Fire 1A. Trick sichert sich zum ersten Mal auf Train die Führung. Und Vega Squadron natürlich jetzt in der neunten Buyround mit AWP auf JR. Mit der Versuch, hier erstmal auszugleichen und dann vielleicht wieder die Führung zu beanspruchen. Erstmal mit einer Flash wieder schnell raus hinten. Mir ist durch im Olof bereits. Und vor B stehen Snedka und Insta offensiv. Schauen. Oh, Leiter hören sie. Insta hat eine gute Offensivposition, ist aber alleine. Bekommt also keine von den Kollegen. Guckt jetzt Richtung Leiter. Keshanda ist schneller. Lucky. Snedka. 2 gegen 5 Unterzahl. Und dann ist die AWP zur Stelle. Und Snedka muss sich entscheiden. Na, Tricked. Haben zwar zweimal 6000 und hat erst mit 3. Byron sollte also eigentlich sicher drin sein. Trotzdem, die AK kann durchaus wertvoll werden in der nächsten Runde. Und von daher wird es hier auf gar keinen Fall mehr in den 1 gegen 5 Retail gehen. Und der Versuch irgendwie AK, Kevlar, Granaten durchzubringen. Hier muss er aufpassen. CT Spawn könnte noch pushen. B-Side könnte noch jemand kommen. Aber da sollte Keshanda vielleicht gerade noch so einen Blick drauf haben. Jawohl, aimt richtig. Den hinten die Füße stehen und da natürlich das Ganze relativ sicher gesetzt. 4:4, der Ausgleich geschafft. Währenddessen es keinen Waffensafe gab bei Tricked. Also keine AK für diese neunte Runde der ersten Map. Aber dafür immerhin wieder die Full Baron mit Doppel-Op und 3 Rifles. Schnelle Flashes Richtung A-Side von Chopper. JR, mal rein, kommt Richtung Elektro gegen Lucky zum Erfolg. Währenddessen man auf B erstmal langsam rantastet, langsam versucht Richtung Bombset zu arbeiten. Ivy steht Konsole, ebenfalls sehr offensiv.
Dann kommt man über Chopper raus. Schaut Richtung Off-Train. Mir. Schaut Richtung Sides. Da kommt Instant Rixo mit dem Trade für der AWP. Geht sich erstmal in die Richtung Connector. Rixo Edgar hinten. Grundlinie in die Smoke. Nein, schießt erstmal nicht. Dann kommt Konsole offensiv hinten Richtung Main. Und da natürlich muss JR aufpassen. Sneakt sich langsam Richtung Side. Jetzt wäre der perfekte Moment für Konsole hier. So langsam 1-2 Mann auf einmal rauszunehmen. Sieht Connector close. Onside Bombplane. Und natürlich den Bombplane. Zieht sich einen. Holt sich 2. Und sich fast auch noch 3. Und da muss JR erstmal aufpassen. Fehlt seiner B. Unterzahl ist für Vegas. Fehlt man dessen Chopper zum Glück da steht. Close steht. Doppel auf. Die hier irgendwie für Trick die Runde holen soll. Sind bei dem alten Bombtrain. Währenddessen Vega noch enorm viel Zeit mit 40 Sekunden. Und JR hat eine gute Position. Schaut Richtung Grundlinie. Kommt, steppt gerade in den Moment. Flasht erst einmal. Immer noch close hinten. Snitka. Ah, die Zeit rennt so langsam runter. Bombe vielleicht etwas defensiver. Legen sich retirend beide in Richtung Connector. Und das ist die Chance, einfach den Bombplant rauszuholen. Zwei gegen zwei Retake. Ah, sie kommen beide aus dem Connector raus. Erster Flash kommt, dann holt sich JR. Chopper defensiv am Elektro. Wir müssen ihn pushen, müssen irgendwie versuchen, ihn zu holen. Beide mit den AKs und den Rifles. Und dann doppeln sie ihn einfach. Und die Bombe kann dementsprechend defused werden. Tricked. Erlaubt hier den Jungs von Vega Scratch schon erstmal nicht mehr als eine Runde, die man hier holen kann. Und das macht sich direkt wieder auf der Bank bemerkbar. Denn hier geht's ins volle Investment. AWP den ersten Entry finden. Das ist jetzt der Plan bei Vega Squadron. Konsole hinten mit einer Granate Richtung Ivy. Macht wenig Schaden gegen mir und gegen JR. Uchi mit der Granate Richtung Dropper. Ah, Lucky auf 80 runter. Zieht sich erstmal etwas zurück. Muss aufpassen, dass er vielleicht aus dem Main nicht einfach rausgecashed wird. Weiterhin gibt es bisher keinen einzigen Frag auf beiden Seiten. Ah, snickt sich schon langsam in Richtung B mit Kishanda. Vielleicht ist das am Ende die Taktik, die aufgeht. Ah, Main Offensiv. Lucky, der holt die Info. Also instant kommt die Rotation Richtung B-Side. Rixo ist da. Genauso wie Snedka mit der Orb. Und die wissen Bescheid. Sie wissen, es kann aktuell nur in Richtung B gehen. Erster Smog kommt nach oben. Hat eine Gap, Rixo, sauber. Unten die Smog etwas too late. Und Rixo will noch mehr haben. Hat eine minimale Gap unten. Der wollte die AWPs. Die regulieren hier auf der B-Side. Chopper muss aufpassen. Granate kam bereits. Öl steht. Na, muss sich erstmal eine kleine bessere Position zu erarbeiten. Mal Richtung Connector, Richtung Öl zu schauen. Sieht unten Konsole nochmal angeschossen worden. Mir alleine oben. Switcht erstmal auf die AWP. Bombe kann durchgelegt werden. 2 gegen 5 Sideholds. Hat Chopper gesehen worden, wie ich Richtung kleine Rampe gelaufen ist. Und dann kommt mir als Backup, holt sich einen. Wir wissen, dass er oben steht. Und dann hat der Prefire von Rixo gegen die Füße. Und der 6. Runde für Tricked Esports. Es scheint aktuell nicht mehr ganz so gut zu laufen für Vega Squadron. Man zwingt sich jetzt nochmals in die Force by Round rein. Vielleicht ein schneller Bego, der Erfolg hat. Hinten wartet Snedka. Insta muss aufpassen. Und laufen sie raus. Spadon sitzt nicht. Molotov kommt gegen Default Plant. Na, sitzt gut. Aber die Shots liegen erstmal nicht auf. Weiterhin 5 gegen 5. Vielleicht sind wir jetzt close am Öler. Natürlich haben sie die stärkeren Rifles. Mia, Khalil gegen 2 gedoppelt worden. JR in der Smoke drin, muss aufpassen. Die fällt jeden Moment, kommt sie mir zum ersten und dann fällt auch Chopper im Connector instant raus.
und trickt erneut. Mit 4 Mann überlebt. Bombe kann natürlich defused werden. Das heißt, 7. Runde bereits. Und Vega Squadron. Ja, scheint ja aktuell ja doch schon etwas zu strugglen auf der ersten Map. Wieder instant. Hucci, der hier in den Forceball geht, genauso wie JR. Natürlich klar, man investiert hier immer alles Geld rein, aber bekommt natürlich nur die Bomblands. Wenn man gegen 2, gegen 4 man das Ganze nicht mehr wirklich halten kann. Von daher die Frage, wenn man wirklich das Ganze so weit versuchen, so lange probieren, bis es endlich klappt. Oder aber spart man sich vielleicht mal eine Runde auf. Geht dann eben mit AKs, Full Kevlar, Full Nades, ne, versucht das Ganze sicher holen zu können. Wieder 3 Mann Ivy, einer Richtung B. Und da muss Keshanda aufpassen. Kommt closer, der Smoke-Kante, holt sich ins. Das ist doch erstmal ein Vorteil, weil dann, mit dem man arbeiten kann. Überzahl rausgeholt. Und das ohne wirklich Schaden zu kassieren. Okay, im Main-Offensiv. 1-2, fast 3. Natürlich, das ist wieder unglücklich für Vega Squadron. Und wieder durch ein einziges Spiel direkt für 2,5 Mann rausgenommen worden. Und immerhin. Immerhin gab es einen direkten Refrag. Also ein 3 gegen 3. Konsole hinten am Ivy. Defensiv. Währenddessen JR langsam vorkommt. Konsole hat eine gute Position. Kickt jetzt mal rein, aber JR ist doch einfach einen Schritt schneller da. Wir haben wieder Snedka und Rixo, die beiden AWPs, die hier in den Unterzahl retake müssen. Wir wissen, Ivy stand. Ah, Rixo hier im Scope drin. Eigentlich eine gute Möglichkeit für JR. Wir wissen jetzt, dass beide AWPs unterschiedlich kommen gegen zwei und den ersten, den zweiten. Jawoll! Genau so kann es doch mal gemacht werden. Einfach gegen die beiden AWPs und einfach reinschießen, reinsprayen und beide mal rausnehmen. Und auch hier gibt es erstmal eine taktische Pause. Ah, von Vega Squadron. Mal schauen, was man sich jetzt hier in dieser kleinen taktischen Besprechung ausgedacht hat. Natürlich trickt nah dran in der 8. Runde, aktuell auf 7. Vega Squadron bräuchte noch insgesamt 3, um mir die erste Führung zu sichern. Trickt mit einer AWP, Triple Rifle und einer Ump auf Insta. Ebenfalls schon leicht erschöpft, was die Economy angeht. Uchi hinten am Ivy, jawohl, muss aufpassen, Konsole steht noch close, den holen sie auch raus, instant der Pre-Fire Shot, der sitzt, JR brennt ein bisschen an, runter auf 40, und jetzt eben die Verteidigung von Tricked komplett aufgebrochen. Lag hier im alten Bomben jetzt gesehen worden, Insta-Offensiv im Main, er muss JR aufpassen, schießt gegen Elektro, aber wie muss traden, schafft sie auch, nur noch Snedger und er muss gegen 4 Mann ran. Natürlich, das ist ein Haufen Arbeit. Kommt, schaut Richtung Main. Bomb Train. Bombe in der Smoke gelegt worden. Versuch's gegen Keshanda. Das ist die Chance auf einen Ausgleich. Pistol Eco bei Tricked. Wir sehen Vega Squadron. Und diesmal endet etwas verhaltenerer Aufbau. Währenddessen mit ihren 5 Mann Old Bomb Train Stack sehen. Zurzeit das ganze öfter gespielt. Durch sie warten auf die ersten Infos. Ersten Smoke cyclen rein, überall auf der Bombsite. Flashers, alles mit hinterher. Dann muss der Chopper aufpassen. Hat jetzt die Info, wieder 2, 3, 4, 5 Mann, alle sind sie da. Und die Taktik, die geht scheinbar erstmal nicht auf.
Und somit kommen wir in die letzte Runde der ersten Halbzeit. Full M4 bei mit Kevlar geraten bei Trick. Trigger Switcher natürlich mit allen Rifles, eine AWP, Full Nades. Und eigentlich guten Chancen, jetzt hier die Halbzeitführung für sich zu beanspruchen. Wir sehen wieder einen breiten Aufbau Richtung Ivy, Richtung Mitte, Richtung B. Oben drauf, Snedka, das Ganze defensiv Richtung kleine Rampe, währenddessen man langsam mit nachschiebt. Uchi, JR mit Richtung B-Side. Und auch Chopper sneakt einfach langsam mit. Noch die Assaultation von Insta in Richtung B wird hier veranlasst. Natürlich Granaten. Aktuell jetzt sehr, sehr rar geworden bei Trick. Nur noch zwei Smogs und drei Flashes. Damit Vegas schon aufzuhalten. Das wird schwierig. Machen sich bereit, um mir die ersten Granaten zu werfen. Ah, Smogs Molotov im Anschlag. Kommen jetzt raus. Richtung Connector. Close an die Seite. Insta dem ersten. Oben drauf. Smog liegt gut. Der kann sich hinten noch verstecken, wenn man erstens nicht aufpassen muss. Onside. Na, oben große Rampe. Mia ist da von der Seite abgeschossen worden. Insta schafft keinen zweiten. Und dann kommen die Trades aber rein. Schaut mal, Close Distance. Genauso mit Mia. Und dann ist es Lucky, der die letzten beiden rausnimmt. 8:7. Tricked. Sichert sich die Führung in der ersten Halbzeit. Wir haben gesehen, einen starken Start gehabt. Dann immer so ein paar Runden hin und her. Wir haben 7 von 8 Runden, die hier dann eben an Trick gingen. Und dann zum Glück Vega nochmal mit einem kleinen Comeback mit 3 Runden nochmal ein bisschen gefestigt. Fast die 8. Runde geholt. Am Ende war es aber in der ersten Hälfte einfach nicht drin. Mal schauen, wer jetzt hier die Piste gewinnt. 2000 geschafft, hier mal Kevlar. Bei Vegas dazu einmal Smoke und CZ bei Kishanda. Ja, Chopper offensiv vor B. Kommt, holt sich direkt was Snedka ab. Und Tricked instant dezimiert worden. Nur noch mit 2x Kevlar, 2 Smokes, Molotov und einer Flash in dieser Runde. Und unten, ja, Kishanda, Pucci, Close in der Leiter. Ersten Smokes kommen, CZ, Close Distance, schafft einen, schafft zwei mit Hutch, die Bombe ist down im Dropper. Und Rixo, Lucky, beide vom Main House holen sich den ersten Trade, den zweiten brauchen sie auch noch, aber bekommen sie nicht. Und das ist unlucky. Das ist extrem unlucky. Ah, 2. Runde sollte dementsprechend sicher sein. Trotzdem nehmen wir Trick mit Pistolen, Kevlar und ein paar Granaten in der Hand. Ja, man wartet auf die Offensivaktion von Vega. Ah, jetzt die Smogs sind halt oben von der Leiter aus. Smog raus, Flash raus, jetzt Männer einfach durchgehen hinten. Gucci oben drauf. Oh, das bringt uns jetzt überhaupt nicht. Die können den ersten Kill setzen. Instant Trade geht von Kishanda unten. Connected mit mir. Onside hört er. Und die Trades jetzt mit der M4-1. Aber auch nur eingesetzt. Also da müssten eigentlich durchaus mehr drin sein.
Wir haben Trick mit der ersten Empörter, dem ersten M4 in der Hand. Und dann kommt JR hinten aus dem Sandwich, schaut in Richtung Dropper, Richtung Side. Rixo muss aufpassen. Genauso wie Snedka in der Smog. Wartet einfach ab, hört auf die Steps, wartet auf die richtige Eingebung, die er kommt. Nein, und das na, reicht da nicht. Am Ende ist der Retake vollzogen. Vegas Squadron sichert sich die 9. Aber Trick immerhin mit dem Baum plant. Ich muss noch mal in die Sparrunde reingehen. Nur 2.000 bis 3.000 auf der Bank. Das reicht nicht ganz, um hier reinkaufen zu können. Nochmal. Nein, nicht nochmal. Sie forsten alles rein. Ah, sie haben es gerade schon geschafft mit nur Pistols, Kevlar und ein paar Nades. Vielleicht jetzt ja mit Pistolen, Kevlar, fast Full Nades und einer UMP-Konsole. Jawohl, offensiv. Instant erfolgreich. Mir und ein Close MP9 schafft keinen einzigen. Und das darf so nicht sein. Jetzt kommt Geschanda. Und der schießt da einfach mal durch. Lucky Insta, Unterzahl. UMP, MP9, Close Distance hinten am Öl. Na, pusht einfach durch, ist blind und hat ein bisschen Glück. Jetzt kommt er aber instant gegen 2. Und der Refrag, der ist instant da. Insta. 1 gegen 2. Hat einen Molotow. Vegas gehört schon noch keine Smoke in der Hand. Also Molotow, der könnte hier durchaus Reben letten. Denn die Bombe tickt und tickt und tickt. Molotow kommt rein. JR defused einfach durch. Könnte reichen. Eine Sekunde. Das war unglücklich. Eine Millisekunde. Bevor der defused durch wäre, verbrennt er am Molotow. Und das sicher trickt instant Runde Nummer 9. Beide Seiten im Full-Buy. Na, Hutschi mit 2,5 und ein bisschen Geld auf der Bank bei Erde gelegt, währenddessen haben wir noch eine M4, eine Farmers haben bei Vega. Ansonsten 2 Pistols. Trickt mit insgesamt 4 Rifles wieder auf dem Weg Richtung B. Und da steht Chopper, hat die erste Info. Instant Smoke, was Rotation muss kommen. Aber erstmal bekommt er gar nichts. Sie bleiben felsenfest auf ihren Positionen stehen. Nur Chopper zieht sich komplett defensiv zurück. Springt mal. Schaut nach oben, ist blind, schießt oben vorbei gegen 3 Mann. Kommt ein bisschen Anschuss, On-Sight-Bombe ist gelegt, wurden schon 3 Mann jetzt gepusht, oben große Rampe. Droppen runter Richtung Öl, Chopper versucht es, aber der Vorteil, der geht an Tricked. Überzahl ist da, 5 gegen 4. Und zum Glück leben noch immer alle 3 Rifles, inklusive Defuse-Kit auf Hucci. Und dass man sich Trick mit Smokes erstmal noch ein bisschen Zeit rausholen kann von hinten. Da kommt jetzt JR. Onside Chopper von der Seite. Doppelkill für ihn. 3 gegen 3. Es ist alles offen. Und der Fuse-Kit muss jetzt langsam aufgenommen werden. Die Überzahl muss ausgenutzt werden. Und Rixo, Konsole. Ah, wir kommen zu spät. Wieder der Molotov. Der Fuse komplett vereitelt. Rixo schafft das. 50 AP. Überlebt das Ganze. Und Trickt sichert sich die Führung. Ja, die Molotovs. Die Molotovs, die haben es Vegas Squadron wohl angetan. Denn gerade damit schaffen sie es, wie auch immer. Die Runden in Folge zu holen. Und da kann aktuell Vegas Squadron erstmal nichts gegen ausrichten. Trotzdem wieder volles Investment, volles Risiko, alles rein investiert. Wir haben erstmal wieder so einen Aufbau für Dropper. Hinten T-Spawn. Vegas wird schon aufgeteilt. Ivy, ebenfalls Dropper, 2 auf B. Ja, und Trick sneakt sich wieder. Wieder sehr früh in Richtung B nach vorne. Mit 4, 5 Mann. Diesmal haben sie Chopper und Mir, die das Ganze halten. Ah, erstmal nach oben.
Große Rampe, Flashbang ist gut, mir defensiv unten, wenn er das Chopper nach oben schaut, holen sich eins, holen sich nicht zwei, jetzt kommt bereits hier der kleine Baxel immer doch von unten, Kishanda, Close Distance zum ersten, Hutschi bleibt defensiv. 2 gegen 2 HP, Vorteil deutlich, Snedker mit 11, muss gegen zwei Mann ran. Und diesmal hat man kein Molotov mehr in der Hand. Hutschi, JR, kein Kit. Müssen durchziehen. Smockt einmal ab, Molotov hinten offensiv und dann ist Hutschi da, holt sich Snedka, der Defuse geht durch, 10. Runde ebenfalls für Vega Squadron. Und die Frage, ob jetzt hier trickt. Ja, nochmal versucht das Ganze dann irgendwie durch den Force zu holen. Wieder schneller B-Push. Man bleibt sich treu. Chopper, Molotov. Oh, der kann gut Schaden machen. Jawohl, da kommen sie alle unten raus. Und laufen instant in mir rein. Konsole, Snedka, was tut man? Hat eine AK, ansonsten CZ. Ah, Long Distance. Da fast erfolgreich gegen Hutschi. Snedka will schnell traden. Schnell die Bombs dann einnehmen. Schaut, Connector steht. Holt sich irgendwie JR. Immer noch 1 gegen 4. Vor B. Da pusht Chopper offensiv. Die Runde ist vorbei. Vega scratcht schon wieder vorne und Trick muss erstmal in die Pistoleke-Runde, denn da ist ebenfalls kein Geld vorhanden. Na, aktuell Topfragger Lucky mit 22,17. Wir haben bei Vega das Ganze sehr, sehr breit gefächert mit 18 bis 13. Sehr nah beieinander. Und jetzt eben dieser schnelle Vorteil mit den Rifles. Klar, einfach mal reingesprayt. Und Kishanda sichert sich irgendwie sein Galileis. Ja, schnelle Runde. 4.500 sind auf der Bank wieder bei Trick. Das reicht für ein Buy. Das sollte eigentlich reichen. Wieder schnell Mitte raus an der am ersten Zug, Rixo. Muss aufpassen, dass ihm der Kishanda nicht zu nahe kommt, denn er guckt mal rein zu den oben am Zug stehen, schießt. Und dann pushen sie unten raus aus der Smoke, links, rechts, mir keine Chance gehabt. Und dann stehen sie mit Chopper, mit Hutschi. Close und Long Distance, schafft nur einen, Hutschi jetzt zum zweiten. Und dann Snedka alleine, hat keine Chance gegen Hutschis M4. Und Vega Squadron macht aktuell extrem soliden Eindruck. Jetzt eben gerade mit 4 Runden in Folge und ganz nah dran an dieser magischen 16. An dem Gewinn der ersten Map. Derweil Trick, die brauchen noch ein paar Runden und die müssen erst nochmal in die Sparrunde gehen. Pistol Eco Rounds für die Eagles, jetzt Hit eines Flash. Und wieder etwas schneller hinten aus Main raus. Ah, Snedka schaut mal Richtung Stopper, Richtung Elektro, überall hin. Aber Kishanda ist da. Vielleicht schaffen sie es ja doch noch am Ende irgendwie 1, 2, 3 Deagle Headshots zu verteilen. Ja, schaut da Klaus. Ein Shot gab's bereits. Gleich Herr Rixo noch. Gegen Connector, gegen JR mit der AWP. Okay, Shanda schaut mal vor Dropper, sieht Konsole. Den zweiten holt sich jetzt JR mit der AWP. Wir haben 4 Runden Vorsprung. Tricked braucht jetzt diese Byrons. Ansonsten könnte hier auf Train alles vorbei sein. Wir haben den Full AK bei. Oben Konsole. Oh, der Flashbang war gar nicht mal so schlecht. Aber JR ist da mit der Orb. Hofft sich ein, aber nicht zwei. Bisschen unglücklich hier. Warte, noch hinten am Ivy. Zieht sich wieder komplett zurück von der B-Side. Und Trick will wohl wieder in Richtung A committen.
Da eben warten wieder. Natürlich. Huji, Keshanda. Chopper, mir zusammen auf B, währenddessen mir jetzt erstmal rüberschiebt. Na, Ivy ist komplett offen und das natürlich weiß Huji. Schaut mal etwas offensiver Richtung Main. Da könnte er vielleicht Glück haben, hier zwei zu erwischen. Ja, zusammen Chopper halten. Ivy kommt. Main kommt. Oben Leiter sieht Keshanda nichts. Traut trotzdem mal den Blick rein. Währenddessen mir nur defensiv Grundlinie hält. Erste Info ist da. Huji brennt an, muss ebenfalls unten raus aus dem Chopper. Chopper schon geschoben, jetzt kommt Grundlinie mir. Schaut in die falsche Richtung. Das ist der Vorteil, den Tricked braucht. Überzahl. 4 gegen 3. Vega Squadron, sie haben Geld auf der Bank. Aber das noch zu retaken, das wird verdammt schwer werden. Und wir sehen es schon. Defensive Position wird eingenommen. Exit-Tracks werden angepeilt. Tricked. Hinten Ivy vom Main. Könnten also mehrere Wege in Angriff nehmen, um sich hier vor der Bombe zu sichern. Nur die Frage, bekommt Huji noch einen Frag auf seiner M4? Ah, sieht unten immerhin Rixo. Mehr will ich nicht mehr riskieren, natürlich, man braucht die Waffen. Alles, was man durchbringen kann, kratzt nicht allzu groß an der Economy. Entscheidende Spielrunde. Tricked braucht Runden in Folge. Ah, unglücklich. Huji brennt da schon mal runter auf 43. Währenddessen Tricked noch gar nicht wirklich offensiv vorgegangen ist. Ivy steht, vor Main steht, zu zweit hinten eine Leiter. Vega Squad schon aktuell noch mit 4 Mann auf A. Jetzt lässt man mir Richtung B schieben. Und macht jetzt mal ein bisschen Stress oben. Natürlich geht es darum, erstmal die Granaten rauszuforcen. Bei Tricked ab zu Aim. Schauen, dass man hier nirgendwo offensiv Infos bekommt. Wieder Keshanda, Huji, close an der Leiter unten. Und die warten drauf, dass sich Tricked hier vielleicht für einen A-Split über Ladder, über Main, über Ivy vorbereitet. Konsole, Snetka, ersten Smogs, Flashbang rein in den Job, Molotov rein. Nein, abgebrochen worden, Konsole schießt mal, Prefight ein bisschen. Ja, trifft Keshanda da gut auf 50 runter, der piekt nochmal nach, weil das ein SMF auf B gibt. Und da muss mir aufpassen. Rixo, aimed up, sauber. Huji kann nicht hoch, muss warten. T-Spawn, CT-Spawn bereits Insta drin, schaut. Ja, den sollte JR eigentlich haben, hatte auch. Und dann kommt eben hier mit mir Doppelkill. Rixo alleine. Bombe ist gelegt worden. Hat diesmal wieder kein Molotov, muss also raus. Und die Flashbang trifft ihn von hinten. Kommt jetzt eben noch Huji. Und der hat dann den Frag sicher. 15. Runde für Vega Squadron. Die Möglichkeit, mit ganzen 4 Map Points mit 1:0 in Führung zu gehen. Tricked immerhin noch eine Bombplant bekommen, also ein bisschen extra Money aufs Geld, aber auch hier wieder natürlich volles Investment mit irgendwie diese 4 Runden in Folge holen, um vielleicht noch selbst den eigenen Map-Pick für sich zu beanspruchen. AWP auf Rixo, AKs, Granaten, Kevlar, Helme, alles, was das T jetzt begehrt, ist vorhanden. Und dann jetzt bereits den ersten Entry auf der B-Side. Chopper raus, ein bisschen zu offensiv reingeschossen. Dessen Huji versucht Molotov durch die Smog Lucky rauszunehmen, schafft er auch und das ist der Vorteil für Vegas. 4 gegen 4, währenddessen Konsole auf 17 ist, Insta auf 60 und den Schaden, den müssen sie erstmal versuchen zu traden. Main Keshanda, kurz reingeschaut, sieht offensiv wieder nix, vielleicht defensiv, aber den Vorteil natürlich einfach nicht einfach so abgeben, warum auch. Die Zeit rennt gegen Tricked.
Hutschi. Weiß einer ID. Kommt. So unglücklich. Insta runter auf 30. Unterzahl jetzt für Vega Squadron. Und sie haben aktuell nur noch JR auf der B-Side. Und da soll's wohl hingehen. Drei Mann, kleine Rampe, rauskommen! Ah, Rick so unglücklich. JR zum zweiten, der holt sie beide! Und Konsole, Insta sind beide angeschossen. Beide Low HP, aber der erste Trade sitzt mit der OP. Mir closer seit 15 Sekunden. Kishanda über Leiter, hört die Steps am Bomb-Train. Und an der kleinen Rampe, kann mit ihnen spielen. 8 Sekunden, Bomb-Plant geht durch. Und Mia kommt close zum ersten und zum zweiten, jawoll! Und das war's. Erste Map. Train geht mit 16 zu 11 an Vega Squadron.